Als Adam beschloss, dass es sich nicht mehr lohnt, um sein Leben zu kämpfen, erwartete er nicht, dass seine Frau ihn retten würde. Aber genau das geschah an diesem Tag, als er in seinem alten Pickup saß und versuchte, den Mut aufzubringen, genau das zu tun. Adam Evans saß in seinem ramponierten Lastwagen und nahm sich vor, etwas zu tun, was er schon lange hatte tun wollen. Es war seltsam, es Mut zu nennen, wenn man bedenkt, was er vorhatte. Wann war das Leben so schlimm geworden, dass dies der einzige Ausweg zu sein schien? Adam kam aus einer netten Familie, mit fürsorglichen Eltern und zwei jüngeren Geschwistern. In der Schule war er ein kluger Junge und ein beliebter Sportler. Als Heranwachsender hatte er nur ein paar größere Rückschläge. Der erste war, als seine Highschool-Freundin Nancy, das Mädchen, das er zu heiraten gedachte, ihm kurz vor dem Schulabschluss den Laufpass gab. Sie sagte ihm den klassischen Satz: "Ich denke, wir sollten uns mit anderen Leuten treffen, um sicherzugehen, dass wir uns wirklich lieben." Sie tauchte sogar mit ihrem neuen College-Freund auf dem Ball auf. Es brauchte die Unterstützung ihrer Familie und fast den ganzen Sommer, um darüber hinwegzukommen. Sie legte ihre Arme um den Hals des College-Studenten, als sie auf der Tanzfläche herumwirbelten und sich küssten. Ein Jahr später spielte Adam für sein Highschool-Baseball-Team, als ihn ein Ball am rechten Ohr traf. Der Knochen um das Ohr herum war zertrümmert. Er war nun auf diesem Ohr taub. Und zu allem Überfluss konnten ihn die Talentsucher der Colleges aufgrund der langen Genesungszeit nicht spielen sehen. Das Stipendium, mit dem Adam rechnete, um das College zu bezahlen, kam nie. Ohne Stipendium schrieb sich Adam an einem staatlichen College ein und begann gerade sein drittes Jahr, als die Zwillingstürme zerstört wurden. Am 14. September ging Adam zum örtlichen Militärrekrutierungsbüro in der festen Absicht, sich zu melden. Es kam ihm nie in den Sinn, dass er nicht geeignet sein könnte. Er war 183 cm groß, wog 86 kg und war ein Ausbund an Männlichkeit. Er konnte 120 kg heben und 400 Meter in 58 Sekunden laufen. Der Anwerber schüttelte ihm die Hand und sagte freundlich: "Vielen Dank, mein Sohn. Wir hätten dich gerne in der Mannschaft", lehnte ihn dann aber ab, weil er auf dem rechten Ohr taub war. Adam erzählte niemandem von der Ablehnung. Es gab keinen logischen Grund, das Geheimnis zu wahren. Sicherlich hatte er keinen Grund, sich für seinen körperlichen Zustand zu schämen. Dennoch konnte er das Gefühl der Minderwertigkeit nie überwinden und trug es viele Jahre lang tief in seiner Seele. Adam schloss das College mit einem Abschluss in Finanzwesen ab und begann in der örtlichen Filiale einer wachsenden Bank, Washington Mutual, zu arbeiten. Es war 2003 und der Markt für Hypothekenkredite boomte. Adam schloss jede Woche ein Dutzend Hypotheken ab. Dazu kamen viele zweite Hypotheken und Eigenheimkredite. Die Wirtschaft boomte und Adam fühlte sich gut, weil er Menschen dabei half, ihr Traumhaus zu kaufen oder das Eigenkapital ihrer Häuser zu nutzen, um Dinge zu kaufen, Boote, neue Autos, Swimmingpools, von denen der durchschnittliche Arbeiter vor diesem Wirtschaftsboom nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Ein Jahr nach seinem Abschluss lernte Adam Sharon kennen. Er spielte in einer Baseballliga für Erwachsene an vierter Stelle, als ihr auf der Tribüne eine hübsche Brünette in einer engen Bluse und nicht ganz so engen Sommershorts mit der Frau eines seiner Mannschaftskameraden sah. Nach dem Spiel stellten Goff und Chaney Adam Sharon vor und fragten ihn, ob er mit ihnen in die örtliche Kneipe auf ein Bier gehen wolle. Adam und Sharon saßen an einem Tisch und warteten, während Goff und Chaney sich mit einem anderen Paar hinter der Theke unterhielten. Sharon war die Erste, die das Schweigen brach. "Das ist mindestens das dritte Mal, dass ich so reingelegt werde." Adam lachte. "Sie haben nicht einmal versucht, subtil zu sein, aber mir gefällt es. Ich hoffe, dir auch." Sharon antwortete mit einem Lachen. Adam bemerkte, wie ihre blauen Augen funkelten, wenn sie lachte. "Ich will nicht unhöflich sein, aber er war zu sehr ein Narzisst. Ich konnte nicht zu Wort kommen, während er damit prahlte, wie wunderbar er sei." Kein Wunder, dass er versuchte, eine schöne Frau zu beeindrucken. Sharon errötete. "Aha, Schmeichelei statt Prahlerei. Ist das deine Methode?" Kaum hatte sie das gesagt, errötete Sharon noch mehr. Ihre Wangen glühten förmlich, als sie sich entschuldigte. "Es tut mir leid, Adam. Das war unhöflich von mir. Ich bin ein wenig nervös und es kam nicht so rüber, wie ich es wollte." "Nervös weswegen?" "Ich bin nervös, seit Chaney dich auf dem Spielfeld gezeigt und gesagt hat, dass wir nach dem Spiel zusammen hingehen würden. Ich habe dich spielen sehen und mich gefragt, ob du enttäuscht sein würdest." Adam sah Sharon an und fragte sich, von welchem Planeten diese Frau stammte.
Sie war der Inbegriff von Schönheit. Wie konnte diese Frau nicht wissen, wie attraktiv sie war? Warum sollte ich enttäuscht sein? Sharon hatte ihr erstes Glas noch nicht ausgetrunken und rührte weiter in ihrem Gehirn. Sie sagte das Erste, was ihr in den Sinn kam. Nun sieh dich an. Du bist wunderschön. Jetzt war es an Adam, rot zu werden. Aha, Schmeichelei. Steht sie dir? Das war der perfekte Moment für Jeff und Jenny, an ihren Tisch zurückzukehren. Jenny starrte sie an und fragte sich, ob dies ein weiterer misslungener Versuch war, Amor zu spielen. Was ist los mit dir? Jeff sah Jenny streng an und wollte ihr sagen, siehst du, ich habe dir doch gesagt, du sollst dich nicht einmischen. Doch bevor er diese Worte aussprechen konnte, unterbrach ihn Sharon. Gott sei Dank bist du wieder da. Adam und ich bereiteten uns darauf vor, uns für das nächste Jahrzehnt zu blamieren. Jenny war verwirrt und kehrte zu ihrem üblichen verwirrten Verhalten zurück. Komm mit mir, ich muss auf die Toilette gehen. Sie zog Sharon am Arm und machte sich auf den Weg ins Bad. Adam sah Jeff an. Trainiere. Jeff schüttelte nur den Kopf. 3 Jahre Ehe mit Jenny hatten ihn gelehrt, den Mund zu halten. Frag nicht. Na gut. Adam trank sein erstes Glas aus, bemerkte, dass Jeffs Glas fast leer war und bestellte bei einer vorbeigehenden Kellnerin 2 weitere. Ich mag sie. Sie ist lustig, hübsch und ihre Augen und ihr Lächeln haben etwas. Jenny würde sich freuen. Ihr Erfolg in solchen Dingen war zweifelhaft. Willst du mir sagen, warum sie immer noch Single ist? Aus demselben Grund wie du. Zu viele Verlierer und Konsumenten. Es ist schwer, seinen Seelenverwandten zu finden. Sieht aus, als hättest du die richtige gefunden. Ich beneide dich und Jenny. Jeff lächelte zurück. Ich bin ein glücklicher Mann. Du denkst also, ich habe eine gute Note bekommen. Adam nickte in Richtung der Badezimmertür. Es würde mich überraschen, wenn du es nicht hättest. Ich habe dich beobachtet, während ich in der Bar war. Zwischen euch beiden stimmt die Chemie. Jeff schaute auf. Da sind sie. Beide Frauen kehrten zum Tisch zurück und lächelten. Falls es irgendeinen Zweifel gab, zerstreute Sharon ihn, indem sie ihren Stuhl näher an Adam heranzog. Die nächsten 2 Stunden verbrachten sie mit Trinken, Reden und Lachen. Es war ein Anfang. Von diesem Abend an wurden Adam und Sharon ein Paar. Sharon arbeitete als Fremdsprachenlehrerin an einer Highschool und absolvierte im Sommer einen Masterstudiengang. Obwohl Adam in der Regel mehr als 50 Stunden pro Woche am Schreibtisch saß und mindestens einen Abend in der Filiale verbrachte, fanden sie immer noch Zeit, jedes Wochenende und mindestens 2 Abende pro Woche zusammen zu sein. Ihre Romanze schritt voran und wie bei jeder guten Romanze gab es Hindernisse zu überwinden. Das größte Hindernis war Sharons Vater Colonel Evans. Der Colonel war ein strenger Militär, der wenig von Zivilisten hielt, vor allem nicht von Männern, die nicht im Dienst waren. Adam hatte mehr als einmal daran gedacht, dem Colonel zu sagen, warum er nicht diente, aber angesichts einiger absurder Bemerkungen des Colonels über faule Männer war ihm klar, dass dies nichts an der Einstellung des alten Mannes ändern würde. Außerdem schien Sharon, soweit er wusste, trotz seiner militärischen Kindheit die Ansichten seines Vaters zu diesem Thema nicht zu teilen, und der Colonel mischte sich nicht in ihre sich entwickelnde Beziehung ein. Keiner von ihnen war besonders geschickt beim Sex, aber sie versuchten sich gegenseitig zu befriedigen. Aber es ging nicht nur um Sex. Adam und Sharon entdeckten, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten, wie zum Beispiel Werte und Hoffnungen für die Zukunft. Würden sie 2 oder 3 Kinder haben? Würden sie ihre Kinder katholisch oder methodistisch erziehen? Das war beiden egal, wichtig war nur, dass ihre Kinder mit einem moralischen Kompass aufwachsen würden, der ihnen den Weg durch das Labyrinth des Lebens weist. Nach 6 Monaten Beziehung und 5 Monaten nach dem Versprechen, einander treu zu sein, hielt Adam um Sharons Hand an. Sharon sagte ja, und 4 Monate später waren Adam und Sharon verheiratet und reisten in die Flitterwochen nach Jamaika. Adam erzählte niemandem, dass der erotischste Moment seines Lebens bis dahin der Morgen war, an dem seine süße, konservative Frau beim Sonnenbaden an einem öffentlichen Strand ihr Badeanzug-Oberteil auszog. Mehrere andere Frauen taten dasselbe, und das gab seiner Frau den Mut, ihre schönen Brüste so öffentlich zu zeigen. Außerdem gefiel es ihr, zu sehen, wie die Augen ihres neuen Mannes wie in einem Warner Brothers Zeichentrickfilm praktisch aus den Augenhöhlen fielen. Eine Woche karibische Sonne, Sand, warmes Wasser, Drinks und Essen waren für die beiden süßen Jungs der perfekte Start in ihre gemeinsame Reise gewesen. Adam konnte nicht glauben, dass eine Frau, die von innen und außen so wunderschön war, sich bereit erklärt hatte, seine Lebenspartnerin zu sein.
Einmal, als sie im klaren Wasser lagen, bewunderte Adam die Tatsache, dass Sharons Augen in demselben Blauton leuchteten wie das karibische Meer. Er konnte sich vorstellen, wie er im Alter neben ihr lag, während diese Augen ihn anlächelten. An diesem Abend, als ihr Sharon dabei zusah, wie sie das Kleid auszog, das sie zum Abendessen trug, wurde ihm sein Glück bewusst. Sharon hatte nur zwei Liebhaber gehabt, bevor sie Adam kennenlernte, und sie gehörte zu den seltenen Mädchen, die die High School und die ersten beiden Jahre des Colleges als Jungfrau überstanden. Beide Jungen waren unbeholfen. Keiner von ihnen hatte die Fähigkeiten oder die Mittel, um ihr Freude zu bereiten. Das gehörte nun der Vergangenheit an. Adam war ein aufmerksamer Liebhaber. Die Flitterwochen waren vorbei und sie kehrten nach Hause zurück, entschlossen, sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Mit dem Luxus einer Vision für das Jahr 2020 ist es leicht, Fehler in den Entscheidungen zu finden, die Adam und Sharon in den nächsten Jahren treffen werden. Aber wenn all die großen Geister der Federalreservebank, des Finanzministeriums, des Kongresses, des Weißen Hauses und so ziemlich jeder Finanzinstitution die bevorstehende Welle von Ereignissen, die zur großen Rezession führten, übersehen konnten, können wir dann mehr von den beiden Menschen erwarten, die ihnen ihr Vertrauen schenkten? Es war 2007 und wie bei vielen jungen Paaren stiegen die Immobilienpreise in jenem Jahr weiter in obszöne Höhen. Adam und Sharon gerieten in Panik und kauften ein Haus, als der Markt auf dem Höhepunkt war. Warum sollten sie weiterhin Geld für die Miete ausgeben, wenn sie Eigenkapital aufbauen konnten? Das Haus, das sie kauften, ein bescheidenes Zweifamilienhaus mit drei Schlafzimmern, hätte 2003 wahrscheinlich 200.000 gekostet. Als die Evans es 2007 kauften und die Auktion gewannen, lag der Preis bei 420.000. Der Immobilienmakler sagte ihnen, sie hätten Glück gehabt, dass sie es zu einem so niedrigen Preis gekauft hatten. Kurz nachdem sie ihr erstes Haus und ihre erste Hypothek erhalten hatten, kam Sharon auf eine Idee, die sie beide für brillant hielten. Sharon würde ihren Job für ein Jahr aufgeben und ihren Masterabschluss in einem Jahr machen, anstatt drei Sommerlam-Sommerkurse zu belegen. Als Bonus würde sie dieses Jahr nutzen, um schwanger zu werden und ein paar Monate mit dem Baby zu verbringen, bevor sie wieder arbeiten würde. Mit dem Masterabschluss wird sie eine gute Gehaltserhöhung erhalten und in der Lage sein, an einer High School zu unterrichten. Sie legten alles auf dem Papier fest. Zeitpläne, Finanzen, Logistik. Es passte alles zusammen. Adam leistete gute Arbeit. Er hatte kürzlich eine anständige Gehaltserhöhung in Form eines Bonus erhalten. Sie konnten es sich leisten. Alles verlief reibungslos, fast reibungslos. Ende November erzählte Sharon Adam, dass sich ihre Periode um drei Wochen verspätet hatte und kaufte einen Test, um ihre Schwangerschaft zu bestätigen. Das Timing hätte nicht besser sein können. Das Baby sollte Mitte Juli zur Welt kommen. Sharon konnte zwei Monate mit dem Neugeborenen verbringen, bevor sie in den Schuldienst zurückkehrte. Alles verlief nach Plan. Die besten Pläne gehen so oft schief. Im April 2008 brach der Markt für Hypothekenkredite zusammen und Washington Mutual begann, Niederlassungen zu schließen und Mitarbeiter zu entlassen, insbesondere in den Abteilungen für Hypothekenkredite. Adam war einer der Entlassenen. Adam war fünf Monate lang arbeitslos, bevor er schließlich eine Stelle als einer von zwei stellvertretenden Managern bei einem Discounter fand. Das Gehalt war etwa halb so hoch wie das, was Adam bei der Bank verdiente. Die stellvertretenden Geschäftsführer mussten sich jeden Monat abwechseln und ihre freien Tage aufteilen. Am 15. Mai setzten bei Sharon die Wehen ein. Kelly Evans wurde sieben Wochen zu früh geboren. Es sollte drei Wochen dauern, bis die Evans Kelly in das Kinderzimmer bringen konnten, das Sharon und Adam für ihr Baby eingerichtet hatten. Die Krankenhausrechnungen stapelten sich, Adams Cobra-Versicherung deckte einen Teil davon ab. Aber nicht so viel, wie seine frühere Versicherung bei der Arbeit gedeckt hätte. Sharon beendete das Semester trotzdem und nahm eine Stelle als Lehrerin an der örtlichen High School an. So konnte sie zehn Wochen zu Hause bei Kelly verbringen, bevor das neue Schuljahr begann. Sharons Mutter erklärte sich bereit, auf Kelly aufzupassen, während Adam die Tagesschicht im Laden übernahm. Sie hatten zwei Einkommen, aber es reichte immer noch nicht aus, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sie hatten einen hohen Hypothekenrückstand. Es war unmöglich, das Haus zu verkaufen. Kelly hatte viele gesundheitliche Probleme, Koliken, Ohrenentzündungen, USW, die es ihnen allen schwer machten, gut zu schlafen. All dies belastete Adam und Sharon weiterhin.
Es vergingen Wochen ohne jegliche körperliche Intimität zwischen ihnen. Die Arbeit von 4 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts jeden zweiten Monat und die vielen Wochenenden schränkten die Zeit, die Adam mit Sharon verbringen konnte, stark ein. Beste Freunde wurden zu Mitbewohnern. Die kleinen Risse in der Ehe der Evans begannen sich während Sharons zweitem Highschool-Jahr zu vertiefen. In diesem Jahr hatte die Schule einen neuen Sportlehrer, Roy Taylor. Roy war ein Prachtexemplar. 190 cm groß, 99 kg schwer und von der Statur eines Linebackers. Er hatte langes blondes Haar und aus irgendeinem Grund immer ein paar Stoppeln im Gesicht, die ihm ein maskulines Aussehen verliehen. Lehrer, Junge und nicht mehr ganz so Junge, begannen nach dem ersten Tag der Vorbereitungen für das neue Schuljahr über den jungen Lehrer zu tuscheln. Da es sich um Vorbereitungstage handelte, 2 Wochen vor dem ersten Unterrichtstag, waren die meisten von ihnen leger gekleidet. Sharon trug kurze Hosen, keine Daisy Dukes, aber kurz genug, um ihre langen, gebräunten Beine zu zeigen. Außerdem trug Sharon eine Bluse, die nur dort aufgeknöpft war, wo man ihr Dekolleté sehen würde, wenn sie sich bückte. Zum Schulbeginn konnte sie sich nicht so anziehen, aber nachdem sie den Sommer damit verbracht hatte, ihren Körper vor der Schwangerschaft wieder in Form zu bringen, hatte sie das Gefühl, dass sie die Gelegenheit verdient hatte, sich ein wenig zu zeigen. Sie hatte auf keinen Fall erwartet, dass ein gut aussehender Mann wie Roy Taylor am ersten Tag in der Aula sitzen würde. Roy bemerkte Sharon sofort. Er sah ihre Beine, ihre Brüste, ihr schönes Gesicht und er sah die Ringe an ihrer linken Hand. Die Ringe beunruhigten ihn nicht. Sharon wäre nicht die erste verheiratete Frau, die Roys Aufmerksamkeit erregt. Er mochte sie sogar verheiratet. Sex ohne Verpflichtungen war Teil seines Charmes, fast so gut wie das heimliche Wissen, wie man einen armen Kerl betrügen konnte. Roy begann am ersten Tag Sharon zu stacken, zunächst langsam, weil er alle Zeit der Welt hatte. Schon in der ersten Woche kamen Gerüchte auf, woher das wusste niemand. Roy war angeblich ein ehemaliger Ranger oder Special Forces Marine, und jeder, der die Geschichte hörte, war beeindruckt und glaubte, dass sie wahr sei. Von Roy ging eine solche Aura aus. Das ist ein Mann, der der Gefahr begegnete, nach Hause kam, Lehrer wurde und jungen Menschen helfen würde, so zu werden wie er. Roy verbreitete keine Gerüchte. Er war nicht dumm. Aber er leugnete nie etwas, sagte nie etwas über seine 3 Jahre bei der Marine. Sein Schweigen trug nur zum Geheimnis bei und machte ihn noch bescheidener. Tatsächlich arbeitete Roy Taylor in diesen 3 Jahren in einem Versorgungsdepot in den Vereinigten Staaten. Es war der perfekte Job für ihn. Gleich nach seinem Highschool-Abschluss wurde ihm klar, dass er das Militärleben hasste. Die Arbeit in einem Versorgungslager bedeutete, dass er nie eine Wache abfeuern oder in der Nähe von Kampfhandlungen sein musste. Außerdem konnte er so jeden Tag ein paar Stunden im Fitnessstudio der Basis verbringen. Es war keine Schande, wie Roy diese 3 Jahre verbracht hatte, wenn er ehrlich war, wenn man ihn fragte. Als ob das Schicksal gegen die Ehe der Evans arbeitete, hatten Sharon und Roy jeden Tag kurz vor der Mittagspause die gleiche Menge an Freizeit. Als Roy überzeugt war, dass Sharon weiter trainieren wollte, schlug er ihr vor, dienstags und donnerstags, wenn die Turnhalle frei war, in die Schulsporthalle zu gehen. Es wird mir Spaß machen, mit dir zu trainieren, anstatt mit dem verschwitzten Schwarzenegger, mit dem ich sonst im Fitnessstudio trainiere, und vielleicht kann ich dir bei deinen Übungen helfen. Das machte Sinn, und deshalb verbrachte Sharon jede Woche 2 Stunden mit Roy. Eines Tages im Februar überraschte Roy Sharon, als sie trainierten. Ich schreibe einen Kurzroman. Ich habe den ersten Entwurf fertig und fragte mich, ob du ihn lesen und mir deine Meinung dazu sagen könntest. Sharon antwortete genauso, wie Roy es von ihr erwartete. Sie behandelte ihn nicht wie einen ungebildeten Sportlehrer. Das würde ich gerne. Wovon handelt es? Es ist eine Kriegsgeschichte, aber mehr kann ich nicht sagen. Es wäre mir lieber, wenn Sie es ohne Vorurteile lesen würden. Das kann ich machen. Ich werde es holen, danke. An diesem Abend, als Adam bei der Arbeit war und Kelly zu Bett ging, begann Sharon Roys Kurzroman über einen Navy Seal im Irak zu lesen. Sharon hatte die erste Hälfte gelesen, bevor Adam zurückkam. Sie hätte ihn noch am selben Abend beenden können, aber die Notizen am Rande von Roys zweitem Entwurf hielten sie davon ab. Die Hauptfigur hieß Taylor und Sharon kam nicht umhin zu glauben, dass Taylor Roys Spitzname war und fragte sich, ob die Geschichte wahr war. Sicherlich hatte Roy das gemeint, als er die Geschichte geschrieben und Sharon gebeten hatte, das nachzuschlagen. Sharon entschied, dass der Name Taylor eine treffende Kombination aus den Worten Taylor und Roy war. Am nächsten Abend arbeitete Adam, Kelly lag im Bett,
und Sharon las die zweite Hälfte des Romans. Die zweite Hälfte enthielt ein Kapitel, in dem Taylors Heldentaten während eines Urlaubs in Italien beschrieben wurden. Die Passage war sehr langatmig. Sharon ließ ihren Lesestift fallen, und ehe sie sich versah, steckten ihre Finger in ihrer Pyjama-Hose. Taylor hatte bei früheren Urlauben nie Probleme gehabt, eine gute Frau zu finden, mit der er seine Tage und Nächte verbringen konnte. Aber die 3 Wochen, die er nach 5 Monaten talibanischer Verwüstung in Italien verbracht hatte, hatten alle Erwartungen übertroffen. Alles hatte an jenem ersten Abend begonnen, als er und Greg Nord in einem kleinen Café saßen und einen Drink zu sich nahmen, als 2 junge Mädchen an ihren Tisch kamen. »Seid ihr 2 Amerikaner?« fragte die Brunette. Ihr Englisch war nicht schlecht, aber sie hatte einen Akzent, wahrscheinlich Französisch. Sie stellten sich vor. Die beiden Frauen setzten sich zu ihnen. Sie waren tatsächlich Französinnen. Die Brunette Michelle schien ein Auge auf Taylor geworfen zu haben. Die blonde Leslie schien ein Auge auf Greg geworfen zu haben. Sie tranken und suchten dann einen Nachtclub auf, wo sie bis 3 Uhr morgens tanzten. Taylor und Greg begleiteten die Damen zum Steg, an dem ihre kleine Yacht festgemacht war. »Ist das Ihre?« fragte Greg. Leslie antwortete, »Sie gehört meinem Vater. Er hat uns die Erlaubnis gegeben, sie einen Monat lang zu benutzen. Kommen Sie doch morgen früh wieder, dann können wir eine Kreuzfahrt machen.« Taylor und Greg waren enttäuscht, dass sie nicht eingeladen waren, über Nacht zu bleiben, stimmten aber zu, am nächsten Morgen wiederzukommen. Das war das letzte Mal, dass einer von ihnen in den nächsten 3 Wochen enttäuscht war. Am Morgen gingen die beiden Männer zum Pier und hielten den Atem an, in der Hoffnung, dass die Yacht noch da war. Es geschah wie folgt. 2 Frauen in passenden blauen Bikinis standen an Deck und winkten ihnen, an Bord zu gehen. 5 Minuten nach dem Einsteigen hatte jedermann einen Drink in der Hand. Die Frauen zogen ihre Oberteile aus und das Boot verließ den Hafen. Taylor konnte nicht anders, als seinen Sternen zu danken, dass der Tag fantastisch begonnen hatte. Ohne ins Detail zu gehen, beobachtete er Michelle, die auf der Brücke stand. Michelle war 5 Fuß 7 Zoll groß, hatte kleine, schnabelförmige Brüste, die perfekt zu ihrer schlanken Figur passten und war eindeutig in guter Form. Ihr braunes Haar war zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst und ihre blauen Augen waren hinter einer Sonnenbrille im Fliegerstil verborgen. Es war ein schöner Tag auf dem Mittelmeer, ruhiges blaues Wasser, perfekter Sonnenschein. Sobald das Boot weit genug vom Ufer entfernt war, um ungestört zu sein, gingen die beiden Damen baden. Taylor und Greg entledigten sich ihrer Kleidung und gesellten sich zu ihnen. Michelle schwamm zu Taylor und schlang ihre Beine um seinen Bauch. »Lass uns auf das Schwimmdeck gehen«, lachte sie, und das Wort klang durch ihren Akzent noch sexier. Sie schwammen zum hinteren Teil des Bootes. Taylor setzte sich auf den hinteren Rand der Plattform, die Füße noch im Wasser. Er griff nach Michelle und hob sie direkt aus dem Wasser. Michelle konnte nicht anders, als über Taylors Kraft zu staunen. Der erstaunliche Körperbau des Mannes war nicht nur zur Schau gestellt. In seinen Muskeln steckte Kraft. Sharon fand die Sexszene ein wenig unbeholfen, aber sie hatte noch nie Erotik oder romantische Literatur gelesen. Und was konnte sie schon wissen? Die Liebenden küssten sich und lachten dann. Michelle lehnte sich zurück und ließ sich von Taylors Schoß ins Meer fallen. Taylor lehnte sich vor, um ihr zu folgen. Als Taylor und Michelle zur Yacht zurückkehrten, waren Greg und Leslie aus der Kabine auf das Hauptdeck gekommen, immer noch völlig nackt. Leslie nahm sich einen Moment Zeit, um Michelle in die Kabine zu ziehen. Als sie gingen, standen Greg und Taylor immer noch da und fragten sich, was wohl als nächstes passieren würde. Michelle und ich hatten gehofft, dass ihr beide euren 3-wöchigen Urlaub mit uns auf unserem Boot verbringen wollt. Wir werden wieder an Land sein. Ihr könnt auschecken, eure Sachen holen und wir machen zusammen eine Tour durch das Mittelmeer. Was haltet ihr davon? Taylor und Greg sahen sich an, nickten zustimmend und antworteten dann beide unisono. Verdammt, ja. So begann der gewagteste Urlaub, den die beiden Robben je erlebt hatten. Sharon las die nächsten Seiten, auf denen die intimen Details des Sex zwischen Taylor und Michelle beschrieben wurden. Jedes Mal, wenn sie nun Michelles Namen las, ersetzte sie ihn durch ihren eigenen und stellte sich vor, wie Taylor Zeit mit ihr verbrachte. Schließlich, nachdem sie die Szene gelesen hatte, in der sie sich auf der Flugbrücke lieben und dann auf dem Rücken liegen und zu einer Million Sterne hinaufschauen, konnte Sharon es nicht mehr ertragen. Sie warf die Seiten auf das Bett und schloss die Augen. Sharon stellte sich vor, wie Roys Arme sie umschlangen und seine Lippen sie küssten. Diesmal hielt sie nicht inne.
Ihre Fantasie schritt mit der Geschwindigkeit der Gedanken voran und Roys Bild stand im Vordergrund. Charon erlebte unglaubliche Gefühle. Es dauerte 10 Minuten, bis sich ihre Atmung wieder normalisiert hatte. 2 Tage später, als Charon ihm den Entwurf zurückgab, konnte Roy feststellen, dass die Geschichte den gewünschten Eindruck hinterlassen hatte. Charon errötete, als sie ihm die Geschichte überreichte. Hat sie dir gefallen? Roy konnte sich ein Schmunzeln kaum verkneifen. Ja, es ist eine tolle Geschichte und ein guter erster Entwurf. Ich habe am Rande ein paar Vorschläge und Anmerkungen gemacht. Das ist doch nicht zu viel, oder? Ich wusste nicht, ob die 6 Szenen zwischen Telor und Michelle abgemildert werden mussten. Charon ist noch mehr errötet. Oh nein, ich denke, es hat genau das richtige Maß an Betonung hinzugefügt. Es ist nichts falsch an ein wenig einvernehmlichem Sex zwischen Erwachsenen. Es bringt den Funken ins Spiel. Das ist genau das, was ich schon immer dachte. Sex zwischen einwilligenden Erwachsenen kann das Leben von jemandem beleben, ob in der Literatur oder im wirklichen Leben. Charon hat Roys Andeutung verstanden. Er war so subtil wie eine Zugkatastrophe, aber er gefiel ihr auch. Falls sie irgendwelche Zweifel an Roys Absichten gehabt hatte, so hatte dieses Gespräch sie zerstreut. Wenn Charon nicht verheiratet gewesen wäre, hätte Roy in dieser Nacht mit ihr geschlafen. Charon begann zu grübeln. Warum habe ich so jung geheiratet? War Adam wirklich der richtige Mann für mich? Adam wirkte so schwach und mürrisch im Vergleich zu Roy. Roy sah die Gefahr und reagierte mutig darauf. Adam hat nie so etwas getan. Charons Einstellung zu Adam hatte sich so weit verschlechtert, dass sie kaum noch miteinander sprachen. Adam war es leid, die Demütigungen zu ertragen, und jetzt beschränkte sich die Kommunikation darauf, sich um Kelly zu kümmern und Termine zu vereinbaren. Während zu Hause eine Mauer zwischen ihnen wuchs, nahmen in der Schule der Flirt und die Intimität zwischen Charon und Roy zu. Danielle Miller war eine der Lehrerinnen, die die beiden Liebenden beobachteten. Danielle war Roys Mitbewohnerin und Biologielehrerin, die Roy kurzzeitig verfolgt und für sich gewonnen hatte, bis er merkte, dass er eine echte Chance hatte, in Charons Bett zu kommen. Danielle konnte Charon mit ihrer 90-60-90 Figur, ihrem hübschen Gesicht und ihren blauen Augen nicht ausstehen, und es half auch nicht, dass Roy sie wie einen alten Handschuh fallen ließ, um sich Miss Perfect zuzuwenden. Erschwerend kam hinzu, dass Charon in diesem Frühjahr Danielle als Damentennis-Trainerin ablösen sollte. Roys erster Fehler war, dort zu spielen, wo er arbeitete. Der zweite Fehler war, dass er eine eifersüchtige Frau kurzerhand abserviert hatte. Der dritte Fehler war, dass er nicht wusste, dass der Onkel der verlassenen Frau ein US-Kongressabgeordneter war. Eine Woche nach dem Anruf bei Onkel Fred hatte Danielle alle Informationen, die sie brauchte. Als sie sah, wie sich die Affäre entwickelte, wurde ihr klar, dass sie nicht mehr lange würde warten müssen. Sie beschloss zu warten, bis es zum Sex kam, und dann 2 Leben zu ruinieren. Es war 6 Wochen her, dass Charon seine Geschichte gelesen hatte, 6 Wochen flirten. Roy hatte es satt. Es war Zeit für Taten. Charon, du hast mich lange genug gereizt. Ich werde für Donnerstagabend einen Tisch für uns reservieren. Ich weiß, es ist dein Buchclubabend. Ich habe deinen Plan gelesen. Wir essen im Carmens und gehen dann gegenüber ins Hilton. Ich werde dir Liebe geben, wie niemand sonst es kann. Charon erhob keine Einwände gegen Roys Forderungen. Sie dachte nur daran, wie kühn und entschlossen ihr zukünftiger Liebhaber sein konnte. Wie anders er als Adam war. Adam hatte Roy immer gefragt. Sie hatte nur eine Frage. Warum in einem Hotel? Warum nicht bei dir zu Hause? Weil in meinem Wohnkomplex noch 3 andere Lehrer wohnen. Ich nehme an, du willst nicht gesehen werden, wenn du in meiner Wohnung ein- und ausgehst. Jedenfalls noch nicht. Solange du mit diesem Verlierer verheiratet bist, konnte sich Charon ein Lächeln nicht verkneifen über Roys höfliche Einstellung zu ihrer Situation. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, ihren Mann zu verteidigen, nachdem Roy Adam einen Verlierer genannt hatte. Und Roy konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Wieder einmal hatte er es geschafft, einer dummen Frau zu sagen, dass sie eine Zukunft hatten, ohne es offen auszusprechen. Eine Zukunft, die er nicht vorhatte, dauerhaft zu machen. Er würde den Sex mit dieser Frau ein paar Monate lang genießen, bevor er sich der nächsten Eroberung zuwandte. Charon war bereits zu spät zum Training gekommen und die Mädchen warteten, also traf sie eine Entscheidung. Es ist ein Date. Am Donnerstagmorgen saßen Adam und Charon in der Küche und tranken Kaffee. Kelly aß ihr Müsli und warf es wie immer hin und her. Adam, denk daran, dass ich heute nach dem Tennistraining einen Buchclub habe.
Du musst Kelly vor 6 Uhr von ihrer Mutter abholen und sie füttern. Ich werde um 10 zu Hause sein. Ich komme schon zurecht. Über welches Buch werdet ihr heute Abend sprechen? Diese Frage hat Sharon zum Nachdenken gebracht. Ist das wirklich die Frage von Tidam? Sharon nahm einen Schluck Kaffee, um Zeit zu gewinnen, bevor sie antwortete, aber ihr Tonfall war immer noch rau. Wasser für die Elefanten. Warum fragst du? Du interessierst dich doch sonst nicht für meinen Buchclub. Adam war von Sharons Tonfall etwas überrascht, erkannte aber, dass er nur die Art und Weise verkörperte, wie sie ihn in letzter Zeit behandelt hatte. Ich habe es nicht böse gemeint. Ich habe nur versucht, höflich zu sein. Adam nahm sein Mittagessen von der Theke, küsste Kelly auf den Kopf und verließ das Haus, bevor er die Kontrolle über sich verlor. Adams schneller Abgang blieb von Sharon nicht unbemerkt. Zuerst war sie wütend auf Adam, weil er gegangen war, ohne sich zu verabschieden. Dann wurde ihr klar, dass sie wahrscheinlich seit Wochen nichts Nettes mehr zu Adam gesagt hatte. Vor der ersten Unterrichtsstunde schaute Roy in Sharons Klassenzimmer. Er schaute sich im Raum um sicherzugehen, dass ihn niemand hören konnte. Wir haben einen Tisch im Carmens für 6 Personen und ein Zimmer im Hilton auf der anderen Straßenseite. Komm nicht zu spät zum Abendessen. Ich weiß, dass du heute Abend nach Hause kommen musst, und ich brauche jede Minute mit dir, um die Monate wieder gut zu machen, die ich darauf gewartet habe, mit dir zusammen zu sein. Alleine mit dir. Ich muss um 10 Uhr zu Hause sein. Wie wäre es, wenn wir das Abendessen ausfallen lassen? Sharon lachte leise. Die Tür war noch offen. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich freue mich auf ein schönes Abendessen, ein paar Gläser Wein und keine Kinder. Und danach auch. Und jetzt raus mit dir. Sharon wusste nicht, wie sie es schaffte, den ganzen Tag und während des Tennistrainings ruhig zu bleiben. Sie ließ das Team ein paar Minuten früher gehen, um 10 nach 5. Alles verlief nach Plan. Nach dem Training wartete Sharon, bis alle Mädchen in der Umkleide fertig waren, und zog sich die Jogginghose und das kleine schwarze Kleid an, das sie zuletzt getragen hatte, als Adam sie zu Silvester in den Kristallruhm eingeladen hatte. Das war vor fast 3 Jahren gewesen, als sie noch Geld für solche Dinge hatten. Das letzte Mal, als sie es getragen hatte, hatte sie 4 Zoll hohe Absätze und Strümpfe oberhalb des Knies getragen. Sharon warf einen letzten Blick auf sich im Ganzkörperspiegel. Sie wusste, dass Roy Taylor gefallen würde, was er heute Abend sah, und noch mehr, wenn das Kleid ausgezogen war. Sharon starrte ihr Spiegelbild an und versuchte, sich selbst zu überzeugen. Ich habe das verdient. Die Kleidung, die sie an diesem Tag in der Schule trug, befand sich in einem kleinen Koffer. Sie wollte duschen und sich im Hotel umziehen, bevor sie nach Hause zurückkehrte. Sie steckte ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, damit sie es später nicht waschen und trocknen musste. Sharon verließ das Gebäude, schloss die Türen hinter sich und war auf dem Weg zu ihrem Auto, als ein blauer Honda neben ihr anhielt. Angel Martinez, einer der Oberstufenschüler und Mitglied des Tennisteams, sprang fast aus dem Honda. MRS. Evans, Gott sei Dank habe ich sie noch erwischt, bevor sie weggefahren sind. Ich habe mein Ethikbuch und meine Notizen in meinem Spind vergessen und ich habe morgen einen Test. Könnten Sie ihn öffnen, damit ich sie holen kann? Ich bitte Sie. Sharon war es peinlich, dass eine ihrer Schülerinnen sie so ertappt hatte. Sie sagte Angel, er solle ihr folgen und ging zurück in die Umkleidekabine, wobei Angel die ganze Zeit mit ihr plauderte. MRS Evans, Sie sehen heute so elegant aus. An einem Wochentag feiern Sie und MR Evans heute eine Art Jubiläum oder so etwas. Bevor Sharon antworten konnte, plauderte Angel weiter. Es war mir immer so peinlich, wenn meine Mutter und mein Vater ausgingen. Mom trug etwas, das sexy war, und Dad trug eine schöne Jacke. Sie kamen nach Hause und zogen sich in ein Zimmer zurück, weil sie sich umarmten und küssten. Und ich war in dem Alter, in dem man den Gedanken hasst, dass seine Eltern das tun, oder? Angel sprach immer lauter, während Sharon an der Türe und Angel an ihrem Spind stand. Angel kam mit einem Buch und einem Notizbuch in der Hand zurück und redete weiter. Dann, als ich alt genug war, um es zu begreifen, war ich sehr stolz auf sie. Hier sind sie nun, nach fast 20 gemeinsamen Jahren und 3 Kindern, und sie lieben sich immer noch. Wie toll ist das denn? Jetzt saßen sie in ihren Autos und Angel schaute Sharon direkt in die Augen. Viel Spaß heute Abend, MRS. Evans, ich habe ihren Mann gesehen, er ist gut aussehend. Kein Wunder, dass es ihnen so gut geht. Und sie ging. Sharon stand mit offener Tür vor ihrem Auto, schluchzte und redete unkontrolliert mit sich selbst. Was für eine dumme und egoistische Närrin ich doch bin. Hatte ich das wirklich verdient? Das habe ich mir gesagt.
Ich habe es verdient, meine Familie zu verlieren für das, was ich im Begriff war zu tun. Wann bin ich so egoistisch und selbstgerecht geworden? Keiner beantwortete Sharons Fragen. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis die Tränen versiegten und sie nach Hause gehen konnte. Sie war so aufgeregt, dass sie nicht einmal darüber nachdachte, wie sie angezogen war. Alles, was sie wollte, war, ihren Mann und ihr Baby zu umarmen. Adam verbrachte den ganzen Tag deprimiert. Wie war sein Leben zu einer solchen Last geworden? Wo war die Freude? Die Rechnungen türmten sich immer weiter auf. Die kleinen Freuden, für die es sich im Leben zu kämpfen lohnte, waren fast verschwunden, vor allem die Liebe, die er und Sharon einst geteilt hatten. In den letzten 2 Jahren hatte er es geschafft, damit zurechtzukommen. Er war es seinem kleinen Mädchen schuldig, stark zu sein. Aber zumindest in den letzten 6 Monaten war Sharon nicht in der Lage gewesen, ihm in die Augen zu sehen und ihm die Liebe zu geben, die er brauchte. Adam verließ die Arbeit früher als sonst. Zur Hölle mit dieser Sache, dachte er. Er überlegte, ob er noch auf ein Bier in die Kneipe gehen sollte, bevor er zum Haus seiner Schwiegermutter fuhr, um Kelly abzuholen. Aber stattdessen beschloss er, nach Hause zu fahren und ein paar Stunden Ruhe und Frieden zu genießen. Das erwies sich als ein großer Fehler. Adam nahm die Post aus dem Kasten am Straßenrand und machte den Fehler, 2 Umschläge zu öffnen, auf deren Außenseite jeweils überfällig stand. Wie erniedrigend! Adam ging ins Haus, las beide Bescheide und fragte sich, woher er bis zum Monatsende weitere $1500 nehmen sollte. Adam ging am Kühlschrank mit 2 Dosen Billigbier vorbei und griff nach dem oberen Schrank über dem Herd, in dem eine Flasche Bourbon für den Fall aufbewahrt wurde, dass der Colonel zu Besuch kam. Nach dem ersten Schluck Alkohol überkam ihn ein Gefühl der Verzweiflung und Depression. Er nahm einen 2. Schluck. Adam hatte in den letzten 3 Monaten viel nachgedacht. Er wusste warum, er wusste wie. Das Einzige, was vor diesem Abend noch zu entscheiden war, war das Wann. Und warum? Nun, der Hauptgrund war, dass Adam tot mehr wert war als lebendig. Die verzweifelte finanzielle Lage der Familie Evans könnte durch einen Kapitalzufluss aus der Auszahlung der Lebensversicherung verbessert werden. Der andere Grund war, dass das Leben keinen Sinn mehr hatte. Adam war es leid, Sisyphos zu spielen, einen Stein auf einen Berg zu rollen, um ihn dann wieder hinunterzurollen. Wenn er es im Team tat, wenn Sharon da war, um die Last mit ihrem Lächeln und ihrer Liebe zu erleichtern, war es noch erträglich, aber in den letzten 6 Monaten hatte er den Stein allein den Berg hinaufgeschoben. Wie? Das musste er sich genauer überlegen. Es musste nicht wie ein Selbstmord aussehen. Aus 2 Gründen. Kelly wäre verletzt, wenn sie als Erwachsene erfährt, dass ihr Vater sich umgebracht hat. Der 2. Grund war finanzieller Natur. Adams Lebensversicherung mit einer $250.000 würde das Doppelte auszahlen, wenn der Tod ein Unfall war. Die perfekte Lösung lag, wie so viele perfekte Lösungen, direkt vor seiner Nase. Jeden Tag fuhr Adam auf seinem Weg in die und aus der Stadt an der Todeszelle vorbei. Die Zoo. Die Kurve erhielt ihren Namen, nachdem das 2. von 2 Autos von einer Klippe in eine Schlucht gestürzt war. Es handelte sich um einen gefährlichen alten Straßenabschnitt zwischen dem Stadtzentrum und der Gegend, in der die Evans wohnten. Vor Jahren richteten Beamte der Stadt eine alternative Route in die Innenstadt ein, nachdem klar wurde, dass die Straßenbehörde die Kurve nicht reparieren und sicher machen konnte. Die Stadt erwog sogar, die Straße zu sperren, aber zu viele Anwohner waren dagegen, weil die alternative Route 12 Minuten länger dauerte. Die Stadt ließ die Straße offen, installierte billige Leitplanken und reduzierte die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Kurve auf 15 mpg. Es blieb also nur noch die Frage, wann, und die war entschieden, als Adam einen 2. Schluck Bourbon nahm. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Er hätte den Satz laut aussprechen können, aber niemand in der Küche konnte ihn hören, also war er vielleicht nur in seiner eigenen Vorstellung. Adam schnappte sich die Schlüssel seines Pickups. Der Wagen würde die fadenscheinigen Barrieren an der Ecke leicht durchbrechen. Als er die Tür öffnete, blieb Adam stehen. Würden 2 Gläser Bourbon seinen Blutalkoholspiegel so stark beeinflussen, dass er als betrunken gelten würde? Würde es sich auf die Versicherungsleistung auswirken? Adam beschloss, dass es das Risiko nicht wert war. Er ging zurück ins Haus, übergab sich in die Toilette, spülte sich den Mund aus und spülte das Glas aus, bevor er es zurückstellte. 10 Minuten später saß Adam mit laufendem Motor im Lastwagen und starrte in die Ecke, um den Mut aufzubringen, sich zu entscheiden. Sharon beschloss, eine Abkürzung nach Hause zu nehmen, um ein paar wertvolle Minuten zu sparen,
obwohl sie die alte Straßen nur selten benutzte. Heute war eine Ausnahme. Sie verlangsamte ihr Tempo, um eine Kurve zu fahren, als sie Adams Lastwagen auf der anderen Seite sah. Warum war er hier? Er fuhr in die entgegengesetzte Richtung vom Haus ihrer Mutter. Der Lastwagen setzte sich gerade in Bewegung, als Sharon die Hupe betätigte. Adam hatte das herannahende Auto nicht bemerkt, als er sich schließlich zum Handeln entschloss. Sein Fuß ging von der Bremse auf das Gas. Sein linker Fuß ließ die Kupplung los und er setzte auf. Plötzlich registrierte sein Unterbewusstsein ein Geräusch und seine Augen richteten sich auf das herannahende Auto. Vor lauter Überraschung bremste Adam scharf ab. Was zum Teufel hatte Sharons Auto hier zu suchen? Als er aus dem offenen Fenster der Fahrerseite schaute, sah er Sharon in ihrem Auto, das neben ihm hielt. Adam, was machst du denn hier? Adam schüttelte den Kopf. Er war so entschlossen, die Tat zu vollbringen, dass er sich wie unter Narkose fühlte. Er starrte seine Frau nur an und versuchte zu verstehen, was sie sagte. Adam, wo ist Kelly? Ein schrecklicher Gedanke schoss Sharon durch den Kopf und sie rannte aus dem Auto, lief zu Adams Wagen und spähte in das Fahrerhaus. Adam sagte immer noch kein Wort, sondern sah nur seine Frau in ihrem schönen Kleid an. Adam, lass uns nach Hause gehen. Wir müssen uns unterhalten. Sharon ging zurück zu ihrem Auto und wartete, bis er seinen Wagen wendete. Dann folgte sie ihm nach Hause. Sobald sie das Haus betrat, ging sie ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen und erschien 5 Minuten später in der Küche, wo Adam am Tisch saß. Schnell rief sie ihre Mutter an. Mom, würde es dir etwas ausmachen, Kelly für heute Abend zu verlassen? Daraufhin setzte sie sich an den Tisch. Bevor sie etwas sagen konnte, ergriff Adam das Wort. Du hast heute Abend gut ausgesehen. Ich habe dieses Kleid nicht mehr gesehen, seit du mit Kelly schwanger warst. Ich nehme an, du wolltest nicht zum Buchclub gehen. Hattest du ein Date? Es war eine Zeit ohne Schummeln. Ja, hatte ich. Es tut mir leid. Sharon begann zu weinen. Ihre Tränen rührten ihn nicht. Adam war enttäuscht und verärgert, wie er es noch nie in seinem Leben gewesen war. Wirst du jetzt gehen? Sharon wurde klar, wie ernst die Lage war. Oh Gott, nein. Ich möchte bleiben. Bitte, ich weiß, ich habe es vermasselt. Ich weiß, dass die Dinge hier schrecklich waren, und es ist hauptsächlich meine Schuld. Ich möchte, dass du weißt, dass ich unsere Ehe wieder aufbauen möchte und dass ich dich nie körperlich betrogen habe. Aber gefühlsmäßig warst du untreu, nicht wahr? Ja, es tut mir leid und ich schäme mich dafür. Erzähl mir davon und sag mir, wer er ist. Wenn du es mir gesagt hast, werde ich entscheiden, ob wir eine Chance haben. Sharon erzählte Adam alles, was in dieser Nacht passiert war, auch was sie dazu gebracht hatte, ihre Meinung zu ändern. Keine Ausschmückungen, keine Täuschung. Adam hörte zu, ohne sie zu unterbrechen. Als Sharon mit einer weiteren Entschuldigung endete, konnte sie nicht länger warten. Das war's, Adam. Du weißt jetzt alles. Jetzt bist du dran. Erzähl mir, warum du auf dem krummen Weg gelandet bist. Adam erzählte Sharon, wie er sterben wollte und plante, alles in dieser Nacht zu beenden. Bevor er zu Ende sprechen konnte, saß Sharon bereits auf seinem Schoß, hatte ihre Arme um seinen Kopf gelegt und weinte an seiner Brust. Sie sah ihm in die Augen und flehte, »Bitte Adam, ich liebe dich. Lass uns zueinander zurückkehren und versuchen, wieder Freunde und Liebhaber zu sein. Ich möchte nicht ohne dich leben.« Adam war froh zu hören, dass Sharon die Ehe retten wollte, aber er musste fragen, »Wie wollen wir das anstellen?« »Erstens, wir schlucken unseren Stolz und bitten um Hilfe.« Es ist nicht sehr stolz, wenn man versucht, Selbstmord zu begehen. Und, Entschuldigung, es ist auch nicht stolz, wenn man plant, sich mit seinem Liebhaber in einem Hotel zu treffen. Stolz sollte also kein Thema sein. Wen sollen wir denn um Hilfe bitten? Adams Bemerkung über das Hotelzimmer verletzte sie, aber Sharon wusste, dass sie es verdient hatte. Wir werden Mom fragen. Das letzte Mal, als sie uns Geld angeboten hat, waren wir zu stolz und haben abgelehnt. Sie hat das Geld, das sie nach dem Tod meines Großvaters geerbt hat, in Form von Einlagenzertifikaten, und sie hat uns angeboten, uns so viel zu leihen, wie wir brauchen. Müssen wir ihr dieselben Zinsen zahlen, die sie von der Bank bekommt? 3%? Und wir müssen ihr das Kapital erst zurückzahlen, wenn wir wieder auf eigenen Füßen stehen. Wir werden das meiste Geld verwenden, um alles außer der Hypothek zu tilgen und einen Teil für einen Eheberater. Wir brauchen Hilfe, Adam. Alleine schaffen wir das nicht. An diesem Abend stimmte Adam nicht zu. Sharon und Adam verbrachten die nächste Woche damit, das Für und Wider zu diskutieren. Schließlich einigten sie sich darauf, dass eine erfahrene dritte Partei notwendig sei, um die Vertrauensprobleme zu überwinden, die beide hatten.
Wie konnte Adam Sharon wieder vertrauen, nachdem sie emotionalen Verrat begangen hatte und dem körperlichen Verrat so nah war? Allein der Gedanke, dass Sharon mit einem anderen Manns Ex haben oder gar einen anderen Mann küssen könnte, bereitete ihm Bauchschmerzen. Wie konnte Sharon Adam jemals wieder vertrauen, der so kurz vor dem Selbstmord stand? Würde sie ihm ihr Leben oder das Leben ihrer Tochter anvertrauen können? Sharon kämpfte damit, ihre Angst vor dem, was Adam tun könnte, zu überwinden. Bis dahin waren schon andere Dinge geschehen. Als Sharon am Freitagmorgen in die Schule zurückkehrte, kam es in der dritten Stunde zu einem Eklat. Sharons Freistunde. Hoy betrat Sharons Klassenzimmer und war wütender als eine Wespe. Er bemerkte die beiden Schüler nicht, die an der Tafel im hinteren Teil des Raumes arbeiteten. Wo zum Teufel warst du letzte Nacht? Nicht nur, dass ich beim Abendessen von dir geträumt habe, wie du da allein sitzt wie ein Idiot, ich habe auch noch das verdammte Hotelzimmer bezahlt, in dem ich auf dich gewartet habe, falls du dich verspäten solltest. Die beiden jungen Mädchen rannten aus dem Zimmer, und wenn Roy einen Funken gesunden Menschenverstand gehabt hätte, wäre er auch gegangen. Aber er war aufgeregt und schimpfte und drohte weiter, bis die stellvertretende Schulleiterin das Klassenzimmer betrat. Sie musste schreien, um Roys Aufmerksamkeit zu erregen. Miss Evans, Mr. Taylor, bitte kommen Sie sofort in mein Büro. Die Gerüchte über die Konfrontation verbreiteten sich schnell, auch wenn der ganze Sachverhalt falsch dargestellt wurde. Danielle Miller beschloss, dass dies der perfekte Moment war, um ihre Informationsbombe von Onkel Fred fallen zu lassen. Anonym verbreitete Danielle die Information, dass Roy Taylor zwar gedient hatte, aber ein Angestellter im Innendienst war und nie ein SWAT-Held gewesen war. Alle waren der Meinung, dass Roy lügt und die Ehre stiehlt, auch wenn es sich um eine Lüge durch Unterlassung handelt. Alle Sympathien, auf die Roy gehofft hatte, verschwanden schnell. Seine Rede vor den Schülern und die Drohungen, die der stellvertretende Schulleiter hörte, wurden ihm zum Verhängnis. Da er sich nicht verteidigen konnte, wurde Roy noch am selben Tag entlassen. Sharon erging es besser. Ihr wurde gesagt, sie solle vorsichtig sein. Da sie aber nicht gegen die Schulregeln verstoßen hatte, konnte sie mit einer Verwarnung davonkommen, um zukünftige Missverständnisse zu vermeiden. Sharons Mutter gab ihr das Geld. Damit bezahlten sie ihre Schulden und gingen zu einem Eheberater, der ihnen half, ihre Partnerschaft und Liebe wiederzufinden. Der große Moment ihrer Genesung kam ein paar Monate später. Sharon, Adam und Kelly besuchten Sharons Mutter und Vater. Sharon und der Colonel befanden sich im Arbeitszimmer, als alle in der Küche Sharons laute Stimme hörten. Dad, es war nicht Adams Schuld, dass die Wirtschaft zusammenbrach und Kelly zu früh geboren wurde. Er hat meine Entscheidung unterstützt, meinen Job zu kündigen und wieder zur Schule zu gehen. Er arbeitet über 50 Stunden pro Woche in einem Shop, den er hasst, um uns über Wasser zu halten. Er hat alles getan, was er konnte, um ein treuer Ehemann und ein wunderbarer Vater zu sein. Und wenn Sie einen solchen Mann nicht respektieren können, dann tun Sie mir leid. Wenn ich noch eine einzige abfällige Bemerkung über meinen Mann auf deinem Mund höre, wirst du weder mich noch dich selbst je wiedersehen, Enkelin. Sharon rannte in die Küche, nahm Kelly aus den Armen ihrer Mutter und sagte Adam, dass sie gehen würden. Ich kann mir seine Beleidigungen nicht mehr anhören. Es tut mir leid, Mom. Sie eilte zum Auto, setzte Kelly in den Kindersitz und fuhr los. Adam küsste seine Schwiegermutter auf die Wange und folgte Sharon mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Es war das erste Mal, dass Sharon Adam vor seinem Vater so offen verteidigt hatte. Es ist schwer zu erklären, wie dieser Vorfall Adams Selbstwertgefühl verändert hat. Sein neu gewonnenes Vertrauen in seine Ehe und in sich selbst gab ihm die Zuversicht, sich mit Sharons Unterstützung nach einem besseren Job umzusehen. 3 Monate nach jenem Tag im Haus von Sharons Eltern wurde Adam bei einer expandierenden Kreditgenossenschaft als Leiter des Unternehmensverkaufs eingestellt. Die Wirtschaft begann sich bereits zu erholen und durch eine Kombination aus Gehalt und Boni verdiente Adam etwas mehr als vor seiner Entlassung. Seit jenem schicksalhaften Abend in Kravalja waren 2 Jahre vergangen. Dank eines strikten Haushaltsplans konnten die Evans mehr als die Hälfte ihrer Schulden bei Sharons Mutter abbezahlen und ein Jahr Arbeit mit einem Psychologen hatte ihnen das Rüstzeug gegeben, um wieder Vertrauen und Liebe füreinander aufzubauen. Sharon machte sich keine Sorgen mehr, wenn Adam mit Kelly das Haus verließ und Adam machte sich abends keine Sorgen mehr, wenn Sharon zum Buchclub ging. Eines Abends kam Adam nach Hause und stellte fest, dass sein Lieblingsessen auf dem Herd kochte und Kelly nicht zu Hause war. Kelly war bei ihren Großeltern. Der Colonel hatte schon vor langer Zeit gelernt, auf Drängen seiner Frau den Mund zu halten.
Wenn du glaubst, dass ich mir meine Enkelin von dir wegnehmen lasse, ehrst du dich gewaltig. Charon gab Adam ein Zeichen, sich zu setzen. Adam, ich habe das alles durchdacht und geplant. Ich will eine zweite Hochzeitsreise und ein zweites Kind. Adam war verblüfft von Charons beiden Aussagen. Können wir uns das leisten? Charon war froh, dass Adam nicht sofort Nein sagte. Ich habe die Angebote recherchiert und eine sechstägige Reise nach Jamaika für unter 2000 Dollar all inklusive gefunden. Was ist mit Kelly? Mom erklärte sich bereit, auf Kelly aufzupassen. Adam lächelte und dachte bei sich, wie schön es wäre, 6 Tage mit seiner Frau zu verbringen. Das letzte Mal, dass sie die Gelegenheit hatten, mehr als eine Nacht zusammen zu verbringen, war vor 4 Jahren gewesen, noch bevor Kelly geboren wurde. Nun, buchen Sie, wenn Sie es nicht schon getan haben. Wie wäre es mit einem zweiten Kind? Wir hatten immer gesagt, dass wir mindestens 2 haben wollten. Nach Kellys gesundheitlichen Problemen hatte ich Angst, aber ich sprach mit meiner Ärztin und sie sagte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Frühgeburt beim zweiten Kind weniger als 1 zu 20 beträgt, was bei den meisten Frauen der Fall ist, deren erstes Kind zu früh geboren wurde und deren zweite Schwangerschaft gut verläuft. Außerdem ist meine Schulversicherung viel besser als die, die ich vorher hatte. Selbst wenn es zu Komplikationen kommt, werden die meisten Kosten dieses Mal übernommen. Kann ich jetzt Urlaub machen und später über ein zweites Kind nachdenken? Charon stimmte zu, und so landeten sie 4 Wochen später am selben Strand in Jamaika. Im Flugzeug nach Jamaika überreichte Adam Charon eine Überraschung. Lass die Schwertlilie diese Woche zu Hause, Darling. Vielleicht haben wir Glück und Kelly bekommt ein Brüderchen oder Schwesterchen. Bevor Charon auch nur ein Wort sagen konnte, umarmte und küsste sie Adam. Danke. Falls Adam Zweifel hatte, ob dieser Urlaub ihre Flitterwochen übertreffen könnte, hätte er sich keine Sorgen machen müssen. Keine 5 Minuten, nachdem sie sich auf den Liegestühlen niedergelassen hatten, zog Charon ihr Oberteil aus. Zum Abendessen an diesem Abend trug Charon das aufreizendste Sonnenkleid, das man sich vorstellen kann. Am 3. Morgen weckte Charon Adam kurz nach Sonnenaufgang und schleppte ihn zu einem Teil des Strandes, an dem sie noch nie gewesen waren. Charon schockierte Adam völlig, als sie ihr Bikini-Oberteil und ihren Po auszog, bevor sie ins warme Wasser sprang. Adam erwachte aus seiner Benommenheit, warf seine Badehose ab und gesellte sich zu Charon. Als sie beide im Wasser schwammen, fragte Adam: Woher weißt du von diesem Ort? Eine Frau, mit der ich gestern Abend gesprochen habe, Shanice, hat mir davon erzählt. Sie und ihr Mann kommen fast jeden Morgen hierher. Ist das legal? Shanice sagte, wenn man morgens um 9 Uhr, wenn die Einheimischen kommen, angezogen ist, hat niemand etwas dagegen. Sie sagte, am Strand muss man auf seine Badekleidung achten. Einem Ehepaar wurde die Badehose von vorbeigehenden Kindern gestohlen. Adam gefiel die Idee nicht, denn er stellte sich vor, wie sie zum Ferienort zurückkehren würden, wenn sie nur ihre Originalkleidung hätten. Wir schwimmen sicherheitshalber näher ans Ufer, lachte Charon, drehte sich um und schwamm auf dem Rücken zum Ufer. Adam verweilte noch einen Moment und bewunderte die Aussicht. Als Adam Charon wieder einholte, fragte er: Werden wir auf deine Freundin und ihren Mann treffen? Wenn wir hier nicht vor 8 wegkommen, habe ich dich deshalb so früh geweckt. Die nächste halbe Stunde verbrachten sie schwimmend, küssend und kuschelnd. Da sie kein Risiko eingehen wollten, zogen sie sich an und liefen zurück zum Resort. Zurück im Zimmer zogen sie sich aus, duschten, trockneten sich ab und gingen wieder ins Bett. Ihr zweites Kind, ein Junge, dem sie den Namen Adam J.V.R. gaben, könnte an diesem Morgen gezeugt worden sein. 8 Monate nach ihrer Rückkehr aus Jamaika saß Charon in der Klasse und bereitete sich auf ihre erste Unterrichtsstunde vor, als sie unerwartet Besuch bekam. Sie blickte von ihren Notizen auf und sah Anne Martinez in der Tür stehen. MRS. Evans, darf ich reinkommen? Natürlich, Angel, was machst du denn hier? Ich bin für die nächsten 12 Wochen als Referendar hier in Lincoln. Ich werde Chemie in der Klasse von Mr. Bauer unterrichten. Charon stand auf und umarmte unbeholfen ihre ehemalige Schülerin unbeholfen, weil sie einen Babybauch hatte. Das ist wunderbar. Herr Bauer ist ein wunderbarer Lehrer. Du wirst eine Menge von ihm lernen. Und wenn du etwas brauchst, werde ich hoffentlich noch ein paar Wochen hier sein. Es tut mir leid, Emeres. Evans, aber sie sehen aus, als könnten sie jeden Moment entbinden. Ich freue mich so für sie und Mr. Evans. Ja, wir sind gesegnet. Während Charon dies sagte, dachte sie darüber nach, wie gesegnet Angel war, weil sie all die Jahre ihr Ethikbuch vergessen hatte.
Die Schule begann, beide Frauen umarmten sich und Angel ging. Danke, Angel, flüsterte Sharon leise, aber nicht laut genug, dass Angel es hören konnte. Jahre später, am Vorabend von Kellys Hochzeit, traf sich Sharon mit ihrer Tochter und erzählte ihr, wie nah sie dem Betrug gekommen war. Sie erklärte, wie frustriert sie über ihre finanziellen Probleme war und warum sie sich berechtigt fühlte, bis zu dem Moment, als sie eine Stunde davon entfernt war, den größten Fehler ihres Lebens zu machen, einen Fehler, der ihre Familie zerstören würde. Sie erzählte Kelly, wie hart sie daran gearbeitet hatten, das Vertrauen und die Ehe wiederherzustellen und wie glücklich sie war, dass Adam ihr verziehen und der Ehe eine zweite Chance gegeben hatte. Am Ende umarmten sich beide Frauen und weinten. Am nächsten Morgen, ein paar Stunden vor der Hochzeit, wandte sich Kelly an ihren Vater. Dad, Mom hat mir erzählt, was vor all den Jahren passiert ist. Ich glaube, sie will nicht, dass ich ihre Fehler wiederhole. Aber sie konnte mir nicht sagen, warum du sie nicht verlassen hast. Adam war nicht überrascht, dass Sharon ihre Geschichte mit Kelly geteilt hatte. Obwohl Adam ihr schon vor langer Zeit verziehen hatte, hatte Sharon sich selbst nie ganz verziehen. Es war ihr Stil, ihren Fehler zu nutzen, um Kelly vor den Versuchungen des Lebens zu warnen, auch wenn das bedeutete, sich zu entblößen. Es wäre viel schwieriger gewesen, wenn deine Mutter tatsächlich in dieses Hotel gegangen wäre, aber das ist sie nicht. Und deine Mutter hat sich nicht nur dafür entschuldigt, dass sie kurz davor war, fremd zu gehen, sondern auch für alles, was zu dieser Nacht führte. Ich verbringe die meiste Zeit damit, darüber nachzudenken, wie mein Leben ohne dich und deine Mutter aussehen würde. Ich bin sicher, ich wäre einsam und traurig gewesen. Stattdessen habe ich die letzten 20 Jahre glücklicher verbracht, als irgendjemand ein Recht darauf hat. Wenn man bedenkt, wie nah ich daran war, alles zu ruinieren. Wie meinen Sie das? Heute ist kein guter Tag, um über all die Fehler zu sprechen, die dein Vater in seinem Leben gemacht hat oder beinahe gemacht hätte. Lass uns heute eine schöne Hochzeit feiern. Und ich verspreche dir, dass wir eines Tages zusammen etwas trinken gehen und ich dir sage, warum deine Mutter die beste Frau der Welt ist. Kelly gefiel das zwar nicht, aber sie stimmte zu und versprach es sich im Stillen. Bald würde sie ihren Vater zu diesem Drink einladen und sich seine Geschichte anhören. Adam überlegte, ob er Kelly die ganze Geschichte erzählen sollte, die sonst niemand auf der Welt kannte. Die, dass er ein paar Tage nach Sharons Geständnis die Tür zu Reutelors Wohnung aufgebrochen hatte, bereit, den Schurken zu verprügeln, nur um festzustellen, dass Taylor die Stadt bereits verlassen hatte.